Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einem Thema, was die Gemüter erhitzt hat seit langer Zeit. Und zwar geht es um diesen Zlatko-Film. Wir alle haben uns darauf gefreut, dass er nie in die Kinos gekommen ist. Nein, wir wollten ihn alle sehen, aber keiner hat ihn gesehen, denn er war nie in den Kinos. Und vermutlich wird er auch nie in die Kinos kommen. Und gestern gab es eine Schlagzeile in der Zeitung. Haben wir die? Ja, hier sehen Sie. Zlatko-Film. 14 Millionen wert, Fragezeichen, da streiten sich Produzenten und Verleiher um den Film, der wahrscheinlich in den Regalen verstauben wird. Und da haben wir gedacht, das geht doch nicht. Ja? Und dann habe ich heute Mittag mal angerufen bei demjenigen, dem der Film sozusagen gehört. Und schauen Sie sich das bitte an. Hallo, Herr Graf? Ja, hallo, guten Tag. Wie geht's? Bin ich da mit Herrn Graf verbunden? Ja, mit Paul Graf. Ja, guten Tag, Herr Graf. Stefan Raab ist mein Name. Ja, ich hab's gehört. Ich kenne Sie von irgendwoher. Von irgendwoher? Von woher kennst du mich denn? Wo erreiche ich Sie denn gerade? Ich bin gerade in einem Hotel. Wir sind da in einem Meeting in Cannes, weil wir sind dann ein Festspielen und sind da um Filme einkaufen. Ach, Sie sind in Cannes? Jawohl. Stellen Sie da den Zlatko-Film vor? Nee. Nein, nicht. Nee. Da haben wir ja noch gewisse Meinungsverschiedenheiten mit Arena-Filmen. Ach so, ja, vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass wir da beide eine Lösung finden. Ich würde nämlich gern den Film bei uns in der Sendung ausstrahlen. Was liegt da, was springt dabei raus? Ja, das ist doch dufte, wenn ich den Film, den will ja sowieso keiner zeigen. Wir würden den zeigen, umsonst sogar für Sie. Würde Sie keinen Pfennig kosten. Wir würden den jeden Tag 2 Minuten aus dem Film zeigen. Naja, wie lang ist der Film? Dafür? Wie, was bekommen Sie dafür? Wir zeigen den umsonst. Wir wollen gar kein Geld dafür haben. Dass ja, wir normalerweise zahlt doch das Fernsehen was für einen Film, oder? Ja, normalerweise, aber noch nicht bei dem Film. Was heißt da noch nicht bei dem Film? Ja, der soll da so schlecht sein, habe ich gehört. Aha. Deswegen passt also Sie würden nichts dafür zahlen. Sie würden den so Geld nehmen. Wir würden den so nehmen, unentgeltlich, von Ihnen, würden wir den Film einfach nehmen und würden den, also für Sie kostenlos, also das hat für Sie, also gar keine Kosten verursacht das, würden wir den ausstrahlen. Und zwar, wie lang ist der denn, darf ich mal fragen? Wie lang ist der Film? Ja, wie lang der Film ist? 90 Minuten. 90 Minuten, das wären dann ja 45 Teile à 2 Minuten. Wir würden den in 45 Teile à 2 Minuten, ne? Ja, wir würden jeden Tag quasi 2 Minuten aus dem Film zeigen. Aha. 45 Teile à 2 Minuten, dann hätten wir den ganzen Film verteilt. Aber das funktioniert nicht. Der Film hat uns ja was gekostet. Den können wir auch verkaufen zum Fernsehen. Das glaube ich nicht. Ja, schon. Ja? Will den sonst jemand haben? Wir hatten gedacht, weil den ja, man liest ja immer in der Zeitung, den will keiner haben. Und so haben wir gedacht, okay, dann helfen wir Ihnen mal bei der Highlight Communication und helfen Ihnen aus der Patsche und strahlen den Film umsonst aus. Kostet Sie ja nichts, müssen Sie sich ja vorstellen. Nein, ich finde stark, dass Sie da einspringen. Folgendes, das ist die Situation zurzeit. Der Film, es wurde diskutiert, ob er ins Kino geht oder ob er nicht ins Kino geht. Und dann haben wir verschiedene Angebote bei Jena Film gemacht, dass wir den im Kino bringen. Also wir hätten mit Hundekopien gestartet. Mit Hundekopien? Ja, und hätten dann hochgezogen, wenn die Kopien durchschnittlich gut gewesen wären, oder? Mit Hundekopien hätten Sie gestartet? Ja. Ach, der ist gar nicht für Menschen, der Film, oder der Film, oder was? Was? Für Menschen ist der Film? Also, ja, sich. Ja, weil Sie mit Hundekopien starten wollen. Ach, Ach, mit 100 Kopien wollten Sie starten. Ich dachte, wie mit Hundekopien starten? Nee, nicht mit Hundekopien, mit 100 Kopien. Ach, mit 100 Kopien. Ach, verstehe. Ja, also wir hätten den ins Kino gebracht, oder? Ja. Aber jetzt haben wir da die Meinungsverschiedenheit mit Ena. Ja. Und da wissen wir noch nicht, wie das ausgeht. Zurzeit ist der Film also nicht available. Umsonst geht nicht. Dann mache ich Ihnen mal ein Angebot. Ich zahle Ihnen pro Minute, die wir da ausstrahlen, 1000 Mark. Pro Minute 1000 Mark. Ja. Ja, da kommen Sie aber günstig dazu. Ja, kommen wir günstig davon. Ja. Oder? Das funktioniert jetzt nicht. Schade. Also Sie wissen, also mein Angebot steht. Wir würden den gerne zeigen hier jeden Tag 2 Minuten, ja, in 45 Teilen und würden Sie das so als Art eine Promo machen? Bitte? Wäre das im Prinzip quasi als Promo zu verstehen? Also würden Sie sich da auch einbinden lassen? Sie meinen, ob ich mich da einbinden lasse in die Promo für den Film oder was? Ja, so zum Beispiel. Oder also wenn vielleicht kann ich da ja noch mitspielen. Oder ist das schon fertig? Ja, viermal die Woche. Ja.
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, okay, jeweils zwei Minuten. Das wäre dann 45 Teile, also man könnte es als Mehrteiler auch ankündigen im Fernsehen. Lassen Sie mich mal drüber schlafen, einfach über die Idee, ob die in die Promotion wird, dass etwas eingebunden wird. Ja, da können Sie sich ja mal mit den Beteiligten unterhalten, dass wie wir uns da einigen, da kommen wir bestimmt irgendwie zusammen. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind doch auch dafür, dass wir den Film besorgen, oder? Natürlich. Häppchenweise würden wir den gerne präsentieren. Ja. Wir würden ihn alle gerne sehen, oder? Würden Sie ihn auch gerne sehen, oder? Stört ja nicht jeden Tag zwei Minuten, oder? Ja, so macht man Geschäfte, meine Damen und Herren. Am Anfang täuscht man an, dass man was kaufen will. Und zum Schluss kriegt man auch noch was dafür. Ja, habe ich wieder ein bisschen...